So, Freunde, und moin zusammen. Jo, willkommen zum neuen Video. Heute mal hier aus meiner Location im YouTube-Studio quasi, so nenne ich das Teil. Und ja, in diesem Video geht es darum, deswegen gucke ich Richtung Monitor. Ich zeige es euch gleich, welches Auto ich mir bestellt habe. Klar, viele von euch haben das natürlich gewusst, dass ich im Punto nicht ewig und lange weiterfahren werde. Nichtsdestotrotz, ich bin in die letzten circa, ja, jetzt fast 2 Monate schon gefahren. Und habe mir auch vor knapp 2 Monaten schon ein neues Auto bestellt. Das ist noch aktuell auf dem Fließband, wird aber diesen Monat fertiggestellt. Das heißt, in den nächsten Wochen folgt dann natürlich auch ein Abholungsvideo, Probefahrt oder erste Fahrt von dem Fahrzeug und so weiter. Und in diesem Video heute geht es darum, dass wir den Wagen gemeinsam konfigurieren. Ich zeige euch, wie ich mir den gestaltet und zusammengestellt habe, was mir wichtig war, warum es wichtig war und warum nicht. Worauf manches habe ich auch verzichtet. Und ja, das gehen wir jetzt gemeinsam durch. Los geht's, viel Spaß. So, los geht's. Wie ihr sehen könnt, ich bin auf der Mercedes-AMG-Seite. Also es ist wirklich tatsächlich ein AMG geworden und direkt vorweg dazu, ich hätte noch vor ein paar Jahren nie im Leben geglaubt, dass ich jemals einen Mercedes fahre. Und das muss ich ganz klar sagen, da hatte ich viele Vorurteile und hat auch Mercedes in den letzten Jahren viel geändert und viel verbessert, für meinen Geschmack zumindest. Das mag nicht jeden Geschmack treffen, aber meinen trifft es aktuell auf jeden Fall. Es ist leider nicht hier Project One geworden, sondern wir gehen mal hier in die Fahrzeugübersicht und hier seht ihr es jetzt, wir haben hier eine C-Klasse und ich habe mich für die Limousine entschieden. Ich bin jetzt Familienvater, habe eine kleine Tochter. Nein, sie heißt nicht Gloria, das hat meine Freundin leider nicht zugelassen. Ich hätte richtig Bock drauf gehabt. Nichtsdestotrotz, es ist auf jeden Fall eine C-Klasse Limousine geworden, kein Coupé. Das Coupé ist auch ziemlich geil, allerdings muss ich sagen, mittlerweile gefällt mir die Limousine besser. Gerade dieser Bereich hier, so über dem Hinterrad, das gefällt mir einfach bei der Limousine deutlich besser und auch vom Heck her finde ich sie sehr rund, sehr weichlich gezeichnet. Ist bei der Limousine teilweise auch, aber gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser, wie gesagt. T-Modell finde ich auch nicht verkehrt, braucht man natürlich, also wenn man Platz braucht, ist das super. Ich komme von einem Zweisitzer, müsst ihr verstehen, von einem Roadster, vom Z4 und von einem Zweisitzer auf ein Kombi umgehen, nee, wie man so schön sagt, der letzte Wagen, den ich im Leben fahren werde oder womit ich gefahren werde, wird ein Kombi sein. Und das wollte ich jetzt nicht vorziehen. Dementsprechend C-Klasse. Und das ist kein C63, sondern C63S geworden, weil da kann ich auch nochmal ein separates Video machen, warum. Das hat so ein paar Gründe. Der Johannes von Autotest Service hat dazu auch schon mal ein Video gemacht. Fand ich ganz gut. Oder auf die Unterschiede eingegangen. Schreibt gerne in die Kommentare. Ja, hier seht ihr den Wagen in so einem richtig genialen, geilen Weiß. Sieht schon mal mördermäßig geil aus. Ich sag's direkt vorweg, meiner ist nicht weiß geworden. Ihr habt ja eine Auswahl bei den Fotos im anderen Video auch gesehen. War nur schwarze Wagen. Ich kaufe eigentlich nur schwarz. Und ihr seht es, gerade die Zeiten abgelaufen und die Leistungsdaten. Wir haben 700 Newtonmeter. Da muss ich gerade an die Probefahrt zurückdenken. Alter, das Teil ist brachial. 4,0 Sekunden 0 auf 100 und 375 kW. Das sind, ich weiß gar nicht mehr auswendig genau, 500, wie viel hat der denn? 510 PS, hier steht es genau. Also das ist wirklich geisteskrank, ne? Hier läuft es nochmal gerade durch. Richtig geil. Jo, Sportgetriebe natürlich drin, 4 Liter, also mittlerweile sind die C63S nicht mehr wirklich 6, irgendwas Liter, wie das noch bei der vorherigen Baureihe war, ist halt ein bisschen kastriert, muss man ganz klar sagen, wegen den Abgasen und was weiß ich, was da für Argumente alle zählen. 250 ist der abgeriegelt, außer man wählt das Drivers Package. Das war nämlich ein Grund dafür, dass ich das S-Modell genommen habe, weil das Drivers Package hier direkt dabei ist und dann ist das nicht so viel aufpreispflichtig. Wie jetzt beim C63 normal, in Anführungsstrichen, genau. So, jetzt haben wir hier auch so ein paar Sounddinger. Also diese Mercedes-AMG-Seite ist total geil gemacht. Hier kann man sich nämlich alles mal direkt reinziehen. Ich hoffe, ihr könnt das im Video auch hören, sonst geht mal auf die Seite drauf. Also erstmal Startsound. Ja, ein bisschen lauter. Richtig assi, richtig assi. So. Als nächstes Beschleunigung von außen. Hammerhart. Beschleunigung von innen. Und da muss ich sagen, als ich den Probefahrt gemacht habe, dachte ich echt, Mann, wie leise ist der denn? Aber die Fahrgastzelle, das ist halt Mercedes-Style, definitiv, da kommt so dieser alte Schlag von Mercedes durch, ist halt richtig krass abgeschottet. Okay, Beschleunigung von innen. Man hört es trotzdem. Und dann noch Vorbeifahren-Sound haben sie auch noch.
Jo, das kann sich hören lassen. Sehen lassen nicht, sondern hören. Er sehen womöglich auch. Ja, hier sind so ein paar Bildchen. Ich weiß gar nicht, kann man die großklicken? Ne, die jetzt nicht. Das hier vom Antriebsstrang. Also sieht schon sehr geil aus. Ich gehe natürlich gleich auf meine Konfiguration nochmal genau ein. Exterior, richtig schick. Geh mal hier runter, genau. Hier kommt nämlich die Farbauswahl. Warum habe ich kein Weiß genommen? Ich habe Weiß nicht genommen. Also, ich bin kein Freund von Weiß. Weiß ist sehr pflegeintensiv, viel Flugrostprobleme und so weiter. Da denke ich natürlich auch immer wieder diesen Schritt weiter. Was kann ich euch zeigen? Und was ist natürlich auch gut und sinnvoll für eine Farbe, Autofarbe zu nehmen? Versteht mich nicht falsch. Ich finde den Weiß, sieht der super geil aus. Also, ist schon schick. Größter Nachteil dabei ist ganz schwer zu filmen, weil der Autofokus da immer so Probleme hat. Habt ihr aber auch bei ein, zwei Videos bestimmt gesehen. Oder auch der manuelle Fokus hat da Probleme, das richtig einzufangen. Deswegen war Weiß für mich keine Option, denn es wird ein Fahrzeug, was ich ja viel in meinen Videos sehen würde, wo ich auch viel mitmachen werde, innen wie außen, Wäsche und so weiter und so fort. Deswegen ist es schwarz geworden. Die einzige Farbe, die ich noch ziemlich geil fand, Moment, jetzt muss man gucken, welches war. Das ist das Obsidian Schwarz Metallic. Das ist Schwarz-Uni, dann ist es dieses Grau hier und das ist Designo Silenti Grau Magno. Total bekloppter Name, hat aber so einen leichten Matt-Effekt und matt, so geil die Farbe aussieht, aber irgendwie fährt auch jeder mit dieser Farbe in dem Wagen rum, ist nicht so meins. Also Grautöne ja, finde ich super geil. BMW M2, M4 oder M3 in diesem Mineralgrau, super geil, kann ich nur empfehlen. Richtig geile Farbe. Aber hier ist mir das zu viel matt, da habe ich zu viel Schiss, dass was passiert und dann kann ich euch auch nicht mehr so viel in der Pflege zeigen. Deswegen ist es auf jeden Fall ein schwarzer geworden. Aber wir machen die Konfiguration gleich komplett. Räder und so weiter zeige ich euch dann auch. Gucken wir uns einfach nochmal ein bisschen hier um. Ne, warum werden auch immer die Fahrzeuge oder in der letzten Zeit meistens mit der weißen Farbe hier dargestellt auf den Websites? Das liegt im Fokus daran, weil man bei Weiß die meisten Details erkennen und wieder wahrnehmen kann. Das hatte ich bei meinem Z4 auch. Der hatte ein M-Paket. Man hat nicht wirklich viel vom M-Paket wahrgenommen, weil es halt ein schwarzes Fahrzeug war. Da geht im Schatten und so viel verloren von den ganzen Konturen und so. Das wirkt jetzt hier nochmal deutlich anders, wenn man sich das mit dem Bild hier anschaut und vergleicht. Ne? Also diese Kante hier und die jetzt zu sehen, ist natürlich top ausgeleuchtet auf dem Modellbild. In Realität sieht das nochmal anders aus. Aber jetzt auch der Bereich hier unten zum Beispiel kann man hier detailmäßig gar nicht so genau erkennen. Ne? Oder auch, dass jetzt hier zum Beispiel so eine, ja, Kunststofflippe oder was weiß ich, hier irgendwas mit drin ist. Das fällt jetzt hier beim Schwarzen fast gar nicht auf, weil es auch eine Farbe ist und so weiter. Auch ein Grund, warum ich kein Carbon genommen habe. Komme ich aber gleich nochmal drauf. Innenraum. Also der Innenraum, Leute. Ich habe immer gesagt, Mercedes ist für alte Leute und das hat sich in den letzten Jahren wirklich geändert. Also vor 3 Jahren habe ich mir ein Z4 gekauft, den E89, und bin dann damals auch in SLK-Probe gefahren. Und da stecken einfach Welten zwischen dieser Modellgeneration und dieser jetzt hier. Weil guckt euch dieses Lenkrad an, mit Alcantara hier dran, Leder hier oben, mit der Zentrierung auf 12 Uhr. Das ist einfach geil. Ja, über das Display hier kann man definitiv streiten, ob das schick ist oder nicht. Ist jetzt nicht unbedingt 100% meins, wo ich sage, yo, das habt ihr super geil gemacht. Aber nichtsdestotrotz gewöhne ich mich daran und ich finde es nicht so schlimm, dass ich sage, ne, würde ich mir nie im Leben kaufen. Oder bestellen womöglich ohne Navi. Genau. Interior, auf die Sportsitze gehe ich gleich auch noch ein. Ich habe sie nämlich mit den Standardsitzen und nicht mit den AMG Performance-Sitzen bestellt. Dann Tacho, auch ganz schick, schlicht. So, Technik natürlich, ja, da bin ich so gespannt drauf auf den Motor. Und besonders hier, wer mir den Motor zusammengebaut hat quasi. Dann das Getriebe auch richtig geil. Also was da für eine Technik drin steckt. Wahnsinn. Jo, das war's. Und dementsprechend würde ich sagen, legen wir jetzt los mit der Konfiguration. So, los geht's mit der Konfiguration. Wie ihr sehen könnt, ich bin auf der Mercedes-Konfigurator-Seite und hier bei der C-Klasse Limousine angekommen. Gibt es jetzt die verschiedenen Motorisierungen. Und jetzt haben wir hier nochmal den letzten Sprung vom C63, was ich ja gerade angesprochen hatte, auf den C63S Limousine. Und da haben wir auf jeden Fall nochmal einen Unterschied von 8.000 Euro. Wenn man das Ausstattungs- und Mehrwert, nenne ich es jetzt mal, bereinigt, sich genau anschaut, sind es keine 8.000 Euro, sind es nur ein paar Tausend, also nur in Anführungsstrichen. So, und wir sind jetzt hier beim Grundpreis von 84.000. Ja, das ist schon verdammt viel Kohle, aber es wird noch mehr. Das mal vorweg. Okay, Fahrersitze elektrisch mit Memory-Funktion? Nein. Warum nein? Weil ich keine Ledersitze mehr haben möchte und BMW, sorry, gemachte Gewohnheit. Mercedes bietet
die elektrischen Sitze mit Memory-Funktion nur für Leder an. Und ich möchte kein Leder mehr. Ich habe jetzt die letzten, Ende 2009, über 7 Jahre, fast 8 Jahre lang Leder gefahren und ich habe keinen Bock mehr auf Leder. Im Sommer ist es immer heiß, im Winter ist es immer kalt und ja, es ist super pflegeleicht, das ist super geil, aber ich habe keinen Bock mehr drauf. AMG Night-Paket, das nehme ich auf jeden Fall dazu, sind so ein paar Schürzen und so Bereiche, alles schön in Schwarz gehalten und zugleich hat man auch getönte Fensterscheiben. Das seht ihr jetzt hier direkt noch bei dem weißen Modell. Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Parkpaket, meine ich, habe ich auch mit reingenommen. Genau, hier wird irgendwas hinzugefügt. Okay. So, genau, da hat man dann eine schöne Übersicht beim Parken und so weiter und auch Kamera nach hinten. Dieses Air-Balance-Paket habe ich jetzt nicht genommen, da hatte ich keinen Bock drauf. Das ist zwar ganz cool, hier hat man dann so eine kleine Flasche drin stehen, im Handschuhfach ist das, und wird dann die ganze Zeit mit richtig schönem Duft versorgt. Die Teile sind allerdings relativ teuer. Man könnte natürlich hingehen, hatte ich mir auch überlegt, und füllt dann einfach von den Chemical Guys schön was ein, aber naja, nee. Ich hatte mir Bock, also 400 Euro ist es mir nicht wert, da kaufe ich mir lieber hier ein paar Chemical Guys Flaschen und da habe ich mehr von. Ja, dementsprechend sprühe ich mir einfach was rein ins Auto. Ja, Leder, wie gesagt, möchte ich nicht haben. Diebstahlschutz, ja, ich nehme Diebstahlschutz. Ihr wisst ja vom Juli der BMW, eingebrochen, aufgebrochen, Lederlenkrad, was weiß ich, was war da alles drin? Navi und so weiter, alles raus. Deswegen, ich nehme die Standardanlage hier auf jeden Fall mit, habe ich mir gesagt. Ich hatte den aber auch schon mit der Alarmanlage bestellt, bevor der 3er BMW vom Juli aufgebrochen wurde. Fahrassistenzpaket Plus ist nicht so ausgereift wie in einem Tesla jetzt beispielsweise. Das autonomes Fahren, deswegen heißt es auch Fahrassistenzsystem hier bei Mercedes. Ich will es mal drin haben. Mal gucken, ob ich dann in 2 Jahren, 3 Jahren, wenn ich den Wagen wieder abgebe, auch noch sage, jo, das hat sich gelohnt, das werde ich auf jeden Fall wieder reinnehmen ins nächste Fahrzeug. Das weiß ich noch nicht. So, und jetzt, also Mercedes-Konfigurator, ich habe den bestimmt hier 50 Mal durchlaufen lassen und gemacht und auch mit dem Verkäufer zusammen. Vielen Dank an dieser Stelle, Grüße an den Matthias, der mich da tatkräftig unterstützt hat und auch einiges supportet hat. Keyless Go wähle ich jetzt, glaube ich, nämlich hier nicht aus. Oder wähle ich es hier aus? Ich glaube nicht. Muss man gleich mal gucken. Ich finde es im Mercedes-Konfigurator ist anders als im BMW oder Audi-Konfigurator. Die sind alle ein bisschen anders. Und ich meine, hier darf ich es nicht auswählen, weil da kommen wir nämlich gleich zu. Das ist das gleiche wie, ihr seht, ich habe ja jetzt das Fahrassistenzpaket Plus. Aber wenn ich jetzt das Spurpaket hier anklicke, sagt der, so, jetzt schmeißt das Fahrassistenzpaket raus. Und das will ich ja gar nicht, weil das ist ja eigentlich schon enthalten. Also man müsste es strategisch, finde ich, logischer machen, dass jetzt hier automatisch ein Häkchen wäre oder es wäre ausgegraut, kann man nicht mehr anwählen, weil ich das im Paket schon drin habe. Gut, machen die halt nicht so. Musik, ja, Soundkomfortpaket von Burmester ist das, meine ich. Super fette Anlage, richtig toller, sauberer Klang, habe ich während der Probefahrt ausprobiert. Ich benutze sowas gar nicht, muss ich dazu sagen. Ich höre super selten Musik. Ich fahre eigentlich zu 90, 95% mit Motorsound. Bei einem V8 wird das auf jeden Fall nochmal Richtung 100% sich annähern. Ich habe mir die Anlage einfach reingenommen, weil ich dachte, jo, was kostet die Welt? Nee, keine Ahnung. Also ich wollte es gerne haben. Ich wollte es einfach gerne haben und wenn ich dann mal Musik höre, dann soll es auch anständig sein. Ja, AMG Drivers Package, wie gesagt, das ist jetzt hier deutlich günstiger beim S zu haben. Das kostet hier 892 Euro. Oh, immer noch ein Vermögen dafür, dass sie mir einfach nur sagen, zack, der kann 290 fahren. Aber man bekommt auch ein Fahrsicherheitstraining oder dieses AMG-Fahrer, steht der Name hier bei. Auf jeden Fall dieses da hier Fahrtraining bei der AMG Driving Academy. Muss man sich auf jeden Fall ziemlich zeitnah anmelden. Wartezeiten so circa ein Jahr muss man einplanen, was ich gehört habe. Ambiente-Paket hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen mit dem Licht. Bei der C-Klasse ist das so, da kann man auch nur 3 Farben ändern. Beim A45 oder überhaupt bei der A-Klasse kann man, glaube ich, 9 Farben ändern, was mir da gezeigt wurde. Haut mich jetzt nicht vom Hocker, brauche ich nicht. Sitzkomfort brauche ich auf jeden Fall. Scheiß Rücken, dementsprechend brauche ich eine Lordosenstütze. Die muss drin sein, die brauche ich. Ablagenpaket, sowas kann man nie vermissen, im Gegenteil, aber das ist auch schon eine Frechheit, 101 Euro dafür. Ja, Business-Paket Plus, definitiv, wird immer wieder empfohlen, wenn man sich so ein Fahrzeug holt, weil erstens ist dann hier für Navi-mäßig schon was dabei, größerer Krafttank von 66 Liter, den könnten sie auch gerne größer machen mit 80 Litern oder so. Ich hasse es zu tanken.
da immer hinzufahren und so, ach, Stress pur. So, und jetzt geht er nämlich auch schon hin und schmeißt hier auch was raus, macht es nämlich günstiger und unterm Strich kostet das trotzdem mit diesem gesamten Paket nur 160 € mehr, nur in Anführungsstrichen wieder, weil wir das Parkpaket und sowas schon drin hatten. Deswegen nicht wundern, aber ich wollte das jetzt sukzessive von oben nach unten durchgehen. Wie gesagt, ich bin Familienvater und da ist Sicherheit das Erste, das Wichtigste. Da gehören definitiv ein anständiges Fahrzeug zu, was sicher ist im Aufprallschutz. Das kann ich wirklich nur jedem raten und hier ein bisschen den Oberlehrer spielen. Keine Frage. Mit dem Punto habe ich mein Kind nie mitgenommen. Das würde ich auch nicht machen. Das ist ein gutes Auto, der Punto, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, der Polo meiner Freundin ist definitiv das sicherere Auto. Und dann nehme ich definitiv das anstatt den Punto. Keine Frage. Fonds Sicherheit, also genau, was wollte ich sagen? Sicheres Auto definitiv. Bremsen, absolut wichtig, war auch das eins der ersten, was ich gemacht habe am Punto. Video kommt. Und natürlich die Reifen. Daran sollte man nie sparen, weil die Reifen sind so wenig Gummi und so wenig Verbindung. Aber die einzige Verbindung, die man mit der Straße hat, und daran sollte man nie sparen. Also genug Moralapostel. Ich habe auf jeden Fall das Fonds-Sicherheitspaket genommen. Das heißt, wir haben hier noch mehr Airbags. Finde ich ehrlich gesagt von den Herstellern ein bisschen frech, dass die hingehen und sagen, ja, mehr Sicherheit kostet mehr Geld und das ist nicht standardmäßig drin. Das finde ich schade, weil was sind die für die im VK 404,60 € plus Steuer, okay, aber nichtsdestotrotz, da könnte man irgendwie was machen. Ja. Okay, AMG-Paket, Carbon-Paket 1 und 2. Beide nicht genommen, habe ich gerade schon angesprochen. Erstens, ich habe ein schwarzes Fahrzeug. Hier zeigen sie wieder ein weißes, klar, weil man es hier am besten sieht. Erstens, beim Schwarzen sieht man es nicht so leicht. Ja, fast gar nicht, je nachdem. Und im Zweiten, Carbon ist sauempfindlich. Kumpel von mir hat den Cadillac CTS-V und habt da auch ein Video gesehen, verlinke ich euch an dieser Stelle. Ich glaube, da müsste es jetzt sein, genau. Das Problem ist, Carbon, das bricht halt relativ leicht. Da braucht man nur mal irgendwie falsch aufkommen oder sonst was und dann ist das mal super teuer. Dann mal so eine scheiß Stange hier vorne zu wechseln, kostet direkt mal ein paar hundert oder wirklich ein paar tausend Euro. Deswegen wollte ich das nicht machen. So, jetzt geht's zum Design. Jetzt wird's richtig schön. Das heißt, wir machen direkt kurzen Kompromiss oder gar keinen Kompromiss und nehmen den Wagen in Schwarzmetallic. So sieht der aus. Genau. Der hat jetzt hier auch schon eine schöne Felge drauf, also schön in Anführungsstrichen, denn das wird meine Winterfelge sein. Ich habe natürlich mit Winterfelgen bestellt, das sind 19 Zöller, es gab nichts anderes. Zeige ich euch gleich, das sind die einzigen, die man auswählen kann und die sind schweineteuer mit, ich glaube, drei Riesen. Und das ist die Felge, die ich mir ausgesucht habe. Ich habe bewusst eine ja, silbergraue Felge genommen, damit ich auch noch was für euch zum Putzen habe, denn ich war eigentlich die ganze Zeit der erste Klick direkt, schwarze Felgen, supergeil. Richtige Gangsterkarre, so nach dem Motto. Sieht richtig böse aus. Total geil, finde ich richtig schick. Habe ich bewusst nicht gemacht. Bei den schwarzen Felgen muss ich euch nicht mehr wirklich viel zeigen oder kann ich euch nicht mehr viel zeigen, wie man die Felgen reinigt. Deswegen habe ich mich für die helle Variante entschieden. Ja, aber ich finde, er kann sicher sehen lassen. Genau. Ach so, mir gibt es auch so geile Spielereien im Konfigurator. Kann man auch Licht ausmachen. So sieht der dann nachts aus. Und hinten sieht er ziemlich geil aus. Die Lampen, schön die Auspuffrohre hier. Interior. So sieht das aus. Ich glaube, da müssen wir aber. Ne, da kommen wir gleich noch zu. Das brauche ich euch noch gar nicht zeigen, weil das ist nicht meine Konfiguration. Hier haben wir nicht zum Beispiel Klavierlack. Den habe ich nämlich nicht genommen. Genau, da ist es. Der nächste Punkt. Klavierlack? Nein, habe ich nicht genommen. Ich habe. Genau, das war's, was ich angesprochen habe. Man sieht das hier an der Seite. Hat man jetzt nicht die elektrische Verstellung für den Sitz. Die hat man jetzt unten am Sitz. Mal gucken, ist hier ein Foto, wo man das sehen kann? Ich glaube, da gibt es kein Foto. Nee, gibt es leider nicht. Wie gesagt, mal ein Licht an, das sieht man doch besser, genau. Ich habe keine Lederausstattung genommen und deswegen habe ich hier auch nicht die elektrische Sitzverstellung oder umgekehrt, wie rum man es haben möchte. Denn ich habe diese Ledernachbildung Artico, das ist hier seitlich Kunstleder und Mikrofaser, sprich, es wird ein Alcantara sein, so denke ich. Ich habe es angefasst, ist wie ein Alcantara, ist hier auf der Sitzfläche. Und ich finde, das kann sich sehen lassen, das ist auf jeden Fall ziemlich geil. So, und ich habe das, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie habe ich das designt? War das ein anderes oder war das schon das? Bum, bum, bum. Wo haben wir es? Ich glaube so. Ja, genau, mit der hellen Naht. Genau, das hier müsste es sein. Wie heißt das? Dynamic. Ja, nagelt mich nicht drauf fest. Ich bin mir zu 99% sicher.
Dann habe ich ganz lange gehadert, welches Design ich hier für die Mittelkonsole und auch für die Saiten nehme. Und da können wir die mal durchklicken. Und der erste Klick war bei mir eigentlich direkt Carbon. Carbon finde ich super geil, richtig schick. Drinnen passiert auch nicht so viel. Und das habe ich dann live gesehen. Und erstens gefällt mir nicht, dass hier so viel gebürstetes Alu ist. Das hatte ich bei meinem vorletzten Z4. Habe ich mich dran satt gesehen, ist nicht mehr so meins. Finde ich auch, macht den Innenraum sehr, sehr hell. Wollte ich nicht haben. Und ich finde das Carbon, nee, das gefällt mir echt nicht. Da ist super viel Klarlack drauf. Aber das Muster, nee, das gefällt mir nicht. So, dann gibt es hier so eine Silbervariante. Wie heißt das? Glasfaser. Viel zu hell für meinen Geschmack. Haut mich gar nicht vom Hocker. Dann lassen wir das mal weg. Das ist nämlich meine Auswahl, die zeige ich euch gleich. Dann gibt es hier Zierelemente Holzlinde. Und ich dachte immer, Mensch, Holz, boah, nee, das kannst du ja nicht machen, geht ja gar nicht. Und das hier kannst du wirklich nicht machen. Also das ist wirklich ein Schrank. Ne? Also das geht gar nicht. Und dann blieb quasi nur noch die letzte Option. Das Klavierlack habt ihr ja gerade gesehen. Und ich habe mich wirklich für ein Holz entschieden. Und das ist Holzesche. Und das sieht hier im Konfigurator echt nicht gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mir nicht gefallen. Und ich denke so, oh, was ist das denn? Aber ich blende euch jetzt an dieser Stelle auch mal ein Foto ein, wie ich es bei einem Vorführwagen live gesehen habe in der Ausstellung. Und ich finde das richtig geil. Das Zeug sieht super geil aus. Das haben mir auch ein, zwei Abonnenten von euch schon geschickt, irgendwo bei Facebook oder so. Yo, Olli, super geil. Sieht das aus, wenn du den Benz holst? Nimm das. Und es ist wirklich so, das sieht richtig schick aus. Genau. Jo, das wäre soweit zum Innenraum. Allerdings fällt mir gerade noch eine Sache auf, die ich hier auch noch geändert habe. Wir haben jetzt hier schwarze Gurte und ich habe ja durch den 63S rote Bremssättel und durch die roten Bremssättel wollte ich auch diesen Farbton weiterführen. Und das müsste jetzt hier irgendwo, haben wir das hier, ja, genau, Sicherheitsgurt in Rot und ich habe mir die Gurte in Rot gegönnt. Ich fand das ganz schick, ne? Das sieht auf jeden Fall cool aus, das hat was, weil ansonsten bin ich ja wirklich ganz, ganz dunkel und schwarz gehalten. Hier mit dem Holz, hier das komplett schwarze Lenkrad, selbst die 12-Uhr-Stellung ist hier nicht in Farbe, sondern nur so ein bisschen, ein paar Silbertöne haben wir hier drin. Und da dachte ich mir, jo, kriegst du hier einen kleinen Farbakzent mit Rot noch rein und der ist aufgegriffen von außen von den Bremsscheiben oder Bremssätteln, genau. Jo. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Da hatten einige auch schon irgendwie gepostet, sowas geschrieben. Ja, passt, passt nicht und so. Typenzeichen auf dem Heckdeckel habe ich jetzt mal gesagt, nö, lasse ich erstmal dran. Bei einem C63S kann man das ja dran lassen. Ansonsten gehe ich noch hin. Habe ich auch Videos zugemacht, wie man das abmachen kann, rückstandslos. Und dann werde ich es noch abmachen. Sonnenrollo elektrisch geht nicht, weil ich getönte Scheiben habe. Ski- und Snowboardtasche brauche ich nicht. Hatte ich im Z4, habe ich nie benutzt. Sonnenblende ausziehbar. Jo, finde ich auch frech, dass das extra kostet, aber es ist nun mal so. Beifahrersitz ist okay, da haben wir jetzt nichts elektrisch, weil ich Stoff habe. Können das mal ausprobieren. Hier müsst ihr nämlich jetzt dann meckern, genau. Genau, dann haut er nämlich hier hin und haut hier alles Mögliche mit rein. Genau, und hier unten ist das, macht er nämlich eine komplette Lederausstattung, die kostet mal ab 2.975 Euro. Ja, brauche ich nicht. Nee. Ganz wichtig für mich als Family Daddy, 40-20-40 geteilte Rücksitzbank und umklappbar. Das heißt, da muss auch der Kinderwagen reinpassen und das geht dann alles. So, Aschenbecher einsetzen, so ein Schwachsinn braucht man nicht. Sonnenrollos in den Fronttüren links und rechts. Ich glaube, wenn ich die auswähle, würde mir eh die Tönung rausschmeißen. Deswegen braucht man das gar nicht. Och, das geht trotzdem. Ich habe es auf jeden Fall nicht genommen, weil ich halt getönte Scheiben habe. Da wird es meinem Baby nicht heiß. Deswegen kein Stress, alles gut. Ja, belittetes Armaturenbrett, das verstehe ich nicht ganz. Da hatte ich mich auch nicht mehr mit befasst, weil ein Tausender extra. Ich hatte es im Z4, brauche ich nicht, weil wenn man sich den Innenraum hier anguckt, ich habe mal probeweise geguckt, das ist doch schon irgendwie, na, wo ist es denn da? Das ist doch schon irgendwie hier komplett beledert. Ey, keine Ahnung. Kein Plan. Egal. Jo, next. Instrumenten, das war das. Genau, Steckdose brauche ich nicht. Das ist okay. Sitzklima für Fahrer und Beifahrer. Die geht auch nur bei Leder. AMG Performance-Sitze. Ja, habe ich gerade angesprochen. Also ich finde die totschick, richtig geil. Nerven mich und finde ich blöd. Erstens,
Sie sind super unbequem. Also für meinen Rücken sind die absolutes Gift. Es ist geil, dass es die in geteiltem Leder gibt. Also sprich hier seitlich das Kunstleder ist das, glaube ich, ja. Dieses Articum müsste es auch sein. Und in Mitte die Kunstfaser. Super geil. Aber die sind so unbequem. Ich bin extra nochmal zu Mercedes nach Köln gefahren und habe Probe gesessen. Wie lange habe ich Probe gesessen? Keine Ahnung. Ich saß eine Minute drin und habe direkt gesagt, scheiße, das geht nicht, die sind knüppelhart. Also ich habe halt einen scheiß Rücken und deswegen ist das nichts für mich. Aber für die, die sich dafür interessieren, die sehen erstens super geil aus und die gibt es auch mit einer Lordosenstütze, was ich echt geil finde. Das habe ich nämlich auch extra überprüft. Was ich nicht schön daran finde, ihr seht es hier jetzt so, gibt jetzt leider kein richtig gutes Bild. Die haben hier eine ja, Dreipunktgurt-Durchreiche, ist das quasi. Und die ist natürlich offen, wenn man den normalen Gurt hat. Also das finde ich jetzt auch nicht so schick. Ja. Genau, hier oben nochmal diese Ambientebeleuchtung, die hatten wir oben schon, brauche ich nicht. Panoramadach, auf jeden Fall ziemlich cool. Ich denke mal, mein Kind wird da ein bisschen rausgucken und ich habe die Möglichkeit, oben ans Glas natürlich auch ideal eine Kamera zu positionieren für geile Aufnahmen für euch. Ja, hier waren die Sicherheitsgurte in Rot, die habe ich ja schon ausgewählt. Klima brauche ich hier, die standardmäßig zwei Zonen reicht, da braucht man nicht mehr. Dann die Winterreifen, die ich angesprochen habe, boah, die kosten sogar 3,6. Aber die brauche ich nun mal. Klar könnte ich natürlich irgendwie zu einem anderen Verkäufer gehen oder was weiß ich, zu einem Händler und kaufe mir die. Aber wenn ich den Wagen verkaufe, muss ich die dann auch wieder separat verkaufen und so. So, genau, das ist alles in Ordnung, das passt. Genau, jetzt kommen wir zum Navi. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ich es gerade sehe, Head-Up-Display. Und das ist eine ganz, ganz krasse Sache. Also ich habe den Wagen bestellt vor circa 2 Monaten und zu dem Zeitpunkt war es eine Lieferzeit von, ich glaube, circa 6 Monaten oder sogar über 6 Monaten für Fahrzeuge C63, C63S mit Head-Up-Display. Also die haben echt eine Nachfrage, gerade aktuell nach diesen Fahrzeugen. So dass man da echt lange drauf warten muss. Ohne Head-Up-Display wäre es deutlich schneller gewesen. Ich habe Glück gehabt, es ist so eine Option frei geworden für mich, dass ich hingehen konnte und bekomme das Fahrzeug deutlich früher. Da habe ich echt Schwein gehabt. Da auch nochmal danke an den Matthias hier, der das alles für mich geregelt hat. Dub-Tuner habe ich nicht genommen. Wie gesagt, Musik ist nicht meine Priorität. Remote Online, keine Ahnung, nee. Aber irgendwo muss hier ein Navi noch sein. Oder das war in diesem Business-Paket schon mit drin. Nee, Command Online ist es auf jeden Fall. Okay, ist drin. Media Interface, sowas brauche ich alles nicht. Solange ich eine Bluetooth-Verbindung habe für Freisprecheinrichtung, ist das Jod. Ja, jetzt hier zum Beispiel Abstandspilot. Der ist nämlich auch wieder in dem Paket am Anfang hier mit drin. Genau, Fast Instance Paket Plus, so heißt das. Scheibenwaschanlage beheizt. Jo, ich wohne hier relativ hoch auf dem Berg. Ich habe sie mal mit reingenommen. Gibt leider keine beheizte Scheibe. Parkpilot mit 360 Grad, der müsste eigentlich auch schon da drin sein. Oder ich habe den. Ich glaube, ich habe den auch noch mit drin. Seht ihr, das ist es, was ich meinte. Das ist relativ schwer zu konfigurieren. Und ich habe es jetzt auch ein paar Wochen nicht mehr gemacht. Und an das Keyless Go müssen wir gleich noch denken. Totwinkelassistent habe ich schon. AMG Performance Anlage. Ja, ihr seht mich lachen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Definitiv. Die war bei der Probefahrt natürlich traumhaft. So, und jetzt habe ich eine Sache hier ein bisschen galant übersprungen. Ich habe wirklich einen geisteskranken Klick gemacht. Ich habe mir ein C63S mit Anhängerkupplung bestellt. Ich weiß, da werden jetzt viele in den Kopf fassen und sagen, ey, du bist total der Freak, aber das ist mir scheißegal. Bin ich auch, das weiß ich, aber das wollte ich haben, weil ab und zu will man einfach mal was ziehen und jetzt eine Kiste mit 500 PS, die kann auch endlich was ziehen hier. Eine Maschine, die was zieht, also das geht auf jeden Fall und ich werde mir auch, ihr wisst ja, ich fahre sehr gerne viel Fahrrad, Rennrad zu den letzten Jahren auch wieder hochgekommen bin, vor vielen Jahren auch semi-professionell ein bisschen gefahren und so weiter und so fort. Und dementsprechend werde ich mir so einen Fahrradträger holen, zeige ich euch gerne auch mal ein Video, wenn ihr es sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Denn dann hole ich mir einen für die Anhängerkupplung und dann habe ich mein Bike auch immer dabei. Das ist immer, aber manchmal. Genau. Ja, apropos. Wenn man die Anhängerkupplung nimmt, und ich habe da echt lange überlegt, ob ich das mache, weil die Heckstoßstange sieht ganz klein wenig anders aus. Wenn ich die Bilder noch habe, blende ich euch die an dieser Stelle auch nochmal ein. Da ist nämlich eine Kunststoffstrebe quasi in der Mitte nicht da, damit die ausklappen kann. Und es hat noch einen Unterschied, einen funktionalen. Wenn man sich den Komfortzugang holt, gibt es den Komfortzugang. Ich suche ihn jetzt mal gerade, vielleicht finde ich den hier. Nee.
Hier ist er. Genau. Kofferraumdeckel, Komfortschließung, so heißt das. Das heißt, man kann mit dem Fuß unter den Kofferraum treten und dann geht der auf und zu. Ich meine, bei dieser Funktion war das hier mit drin oder irgendwo anders. Irgendein Konfigurator ist echt umfangreich. Das geht nicht, wenn die Anhängerkupplung gewählt ist. Geht nur eins. Also entweder Fuß unter den Kofferraum treten zum Aufmachen oder aber die Anhängerkupplung. Ich habe mich für die Anhängerkupplung entschieden, weil war mir halt wichtiger. Ist einfach so. Das nur mal als Hinweis. Nichtsdestotrotz, diese Komfortschließung, meine ich, geht trotzdem. Jetzt müssen wir ausprobieren. Also wir nehmen erstmal das Keyless Go, weil hier kann ich das Keyless Go auswählen. Würde ich es oben auswählen, würde er nämlich meckern. So, jetzt nehme ich hier die Kofferraumdeckelverschließung mal hinzu und jetzt, das klappt nämlich, genau. Dann war es wirklich dieses Keyless Go ganz oben am Anfang, wo dann auch die Kofferraumschließung vorhanden ist, was ich bei der Probefahrt ja auch gezeigt hatte. So, und ich glaube, LED-Lampen, High Performance, genau, die haben dann automatisch auch die Abblendfunktion mit drin. Das hier fehlt noch. Adaptiver Fernlichtassistent Plus, genau, den brauchen wir noch. Den war ich gerade am Suchen. Und dann haut er nämlich hier die High Performance Lampen rein. Das ist es, so rum war es, ja. Ach, ist umfangreich. Ja, dann sind wir 110 Riesen. Boah, Alter, diese Summe. Und das sind so Fahrhilfen, da habe ich jetzt natürlich nichts genommen. Ja, ich glaube, also wenn ich jetzt nichts vergessen habe, ist das meine komplette Konfiguration von meinem C63S, Freunde. Das ist er geworden. Das ist kein Barkauf, das ist auch keine Finanzierung oder ähnliches, sondern das ist ein Leasing. Ich hatte ja ein Video dazu gemacht. Meine Internetleitung ist mal wieder bescheiden, sodass das Fahrzeug jetzt hier noch nicht mal angezeigt wird. Mann, machen wir hier fertig. Dementsprechend könnt ihr ja gerne wissen, ist auf jeden Fall ein Leasingfahrzeug, habe ich mich für entschieden. Ich bin mal gespannt drauf, wie ich damit klarkomme, auch bei der Abgabe und so weiter. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, bin davon relativ überzeugt. Und ja, hier sehen wir nochmal das fertige Bild, innen wie außen. So sieht das gute Stück aus. Ich freue mich tierisch auf den Wagen. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich will den jetzt nun endlich haben und abholen. Und das passiert jetzt in den nächsten paar Wochen, wenn das alles klappt mit der Abholung. Habt da auch ordentlich was vor für ein paar Videos für euch, damit ihr natürlich dabei seid. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr den Wagen findet, meine Konfiguration und was ihr dazu sagt, dass ich mir einen C63S geholt habe oder überhaupt Mercedes und doch nichts anderes. Für mich war das das Attraktivste, gab ein gutes Angebot von den Konditionen her, das passt soweit. Da konnte jetzt kein anderer Hersteller in dem Maß mithalten, deswegen finde ich das ziemlich cool und ich bin auf jeden Fall Feuer und Flamme, dieses Fahrzeug zu haben und abzuholen. Dementsprechend Daumen hoch, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.